Ja, jetzt bin ich angekommen am Residenzplatz. Hinter mir seht ihr schon, da sind einige Künstler angetroffen. Ich kenne die Leute alle nicht, aber den Verein kenne ich schon. Ich habe selbst auch den Kunst- und Kulturpass schon bezogen. Sehr wertvoll. Und ich glaube, ich würde mal vorschlagen, ich suche mir einen fähigen Veranstalter davon, der was sich vielleicht traut, von mir bei der Kamera mal zu sagen, um was heute genauer geht, damit wir uns ein genaues Bild machen können. Also jetzt schaue ich da zurück, suche mir einen netten Künstler aus, der uns das einmal erklären wird, okay? Also dann, bis gleich. Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich am Residenzplatz angekommen und es haben sich schon ein paar Künstler da angetroffen und ich glaube, bevor ich da was sage, um was geht, wird man gleich mal die Leute direkt ansprechen und da habe ich eine nette Dame gefunden und die möchte sich gerne dazu äußern, um was heute eigentlich speziell geht, was die Künstler eigentlich heute aufzeigen wollen. Hallo, grüß dich. Hallo, ich bin die Susanne Lipinski. Wir machen gemeinsam mit Alex Linse, Caroline Richards und Ben Pascal, haben das ins Leben gerufen. Wir schweigen für Fair Pay. Aha. Es geht darum, für etwas zu sein und nicht gegen etwas. Wir haben heute sogar Gemeinderäte dabei. Mhm. Es geht wirklich darum, eine positive Zukunft für die Künstler und KünstlerInnen zu schaffen in dieser Stadt. Vor allem für die freien KünstlerInnen, weil die sind sehr oft in sehr prekären Situationen verfangen. Man glaubt immer, man tritt nur auf, aber letztlich ist hinter der Kunst einfach mehr. Da steckt monatelange Arbeit dahinter und Kunst ist Arbeit und das gehört bezahlt. Ja. Ich habe ja auch gehört, mein, ob da was Wahres dran ist, kann ich schwer sagen, dass jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Künstler so von 1.000 Euro eingeführt werden soll. Haben Sie davon schon mal was gehört? Natürlich, also ich privat engagiere mich auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Das sollte an und für sich 1.290 Euro sein, das ist die Armutsgrenze. Grundsätzlich wäre es super, alle Menschen bedingungslos zu sichern, weil sie dann einfach freier sind, auch finanziell unabhängiger, da geht es auch um Frauen. Das würde natürlich allen prekären Jobs was bringen und das würde ich befürworten. Hier heute geht es aber nur darum, wirklich ordentliche Arbeitsbedingungen für KünstlerInnen zu schaffen. Weg vom Gießkannenprinzip von der Stadt Salzburg hin zu einer professionellen, gut strukturierten Szene, die das kann, was sie wirklich möchte, nämlich Kunst machen. Wie seid ihr denn heute strukturiert? Also wie schaut denn der Tagesplan aus bei euch? Es gibt keinen großen Tagesplan. Wir schweigen eine Stunde und jeder, der mitschweigen will, schweigt so lange will. Genau. Ja, dann danke, dass ihr euch für die Künstler einsetzt. Seid ihr alle Künstler? Wir sind nicht alle Künstler, sondern es sind auch Theaterinteressierte dabei, also es können uns alle unterstützen. Tolle Menschen, die das wirklich zu schätzen wissen. Weil alle konsumieren Kultur und Kunst auch. Ja, schön, dass das macht und dann können wir uns auch noch viel Erfolg wünschen heute. Danke, danke. Okay, habt ihr es gehört, um was geht? Ihr seht da hinten, sind schon einige Leute da. Und schauen wir mal, wie das wird. Eine Stunde schweigen, so wie ich es mir eben vorgestellt habe. Und wenn es dann soweit ist, schreibt mir wieder zu, okay? Dann bis gleich. Okay, es geht los. Es ist 18 Uhr. Jetzt werden sie zum stillen Protest oder wie man das auch sagen will, sich hinsetzen und eine Stunde im Schweigen verbringen. Für diese Sache, die wir heute schon erfahren haben. Schauen wir uns das einmal an, okay? Wir müssen gucken.
weit entgehen. So, die Stunde ist jetzt vorbei. War sehr andächtig. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Ich hoffe, es bringt euch zum Nachdenken, aber auch, ich hab euch auch angeregt, sowas vielleicht bei euch im Dorf, in einer anderen Stadt nachzumachen. Wenn ihr Künstler seid, dann tat euch sicher nichts Schlechtes dabei, eher was Gutes. Aufmerksamkeit zu erwecken in der Öffentlichkeit schadet nie. Somit hoffe ich, dass es euch gefreut hat, da wieder bei mir reingeschaut zu haben. Vielleicht beim nächsten Mal wieder dann bei einer anderen Folge von Krypto TV. Baba, pfiat euch, tschüss.